Herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe Ihres SWF-Journals. Wir haben für Sie folgende Themen in dieser Woche vorbereitet. Peach trifft Fontane, Malerei und Literatur. Einweihung Feuerwehrgebäude in Hindenberg. Heimatgespräch am Familientisch mit Ingo Senftleben. Weihnachtsmänner trafen sich in Senftenberg. Zunächst jedoch folgende Kurzmeldung. Lübbener Kinder schmücken Markt- und Rathausfoyer. Kinder aus Lübbener Kitas und Horten sowie der Schule am Neuhaus und der Schule der Lebensfreude Lubolz haben am 28. November den Baumhain am Marktplatz geschmückt. Selbstgebastelte Engel, Kugeln, Herzen, Sterne, Tannenbäume und vieles mehr in allen möglichen Farben und aus verschiedenen Materialien zieren nun die aufgestellten Kiefern im Baumhain. Auch der Weihnachtsbaum im Rathaus wurde geschmückt. Diesmal brachten die Kinder der Kita unter den Linden Engel, Glückspilze und mehr ins Rathaus. Bürgermeister Lars Kolan und die Rathausmitarbeiter dankten ihnen mit einem großen Beutel süßer Stärkung. Unter dem Motto Peach trifft Fontane, Malerei und Literatur zeigt das Spreewaldmuseum Lübbenau bis zum 24. März 2019 eine Sonderausstellung mit Landschaftsmalerei des 2015 verstorbenen Berliner Malers Manfred Peach. Auf den Spuren Theodor Fontanes schuf er in über 35 Jahren zahlreiche stimmungsvolle Landschaftsaquarelle. Der Maler zieht heute weit über die Landesgrenzen hinaus als vorzüglicher Meister der anspruchsvollen Technik der Aquarellmalerei. So wie einst Theodor Fontane vor 150 Jahren die Mark Brandenburg bereiste, um diese, ihre Menschen, Geschichte und Geschichten zu entdecken und literarisch festzuhalten, so verstand sich in unsere Tagen auch der Berliner Maler und Grafiker Manfred Peach als Chronist der Mark Brandenburg. Peach reiste bis zu seinem Tod 2015 unter anderem mit Fontanes Werken im Gepäck durch Brandenburg und hielt Landschaften, Kleinstädte und ehemalige Residenzorte im Bild fest. Die Ausstellung zeigt Aquarelle und Zeichnungen der Brandenburger Kulturlandschaft von Manfred Peach und lädt zugleich zu einem literarischen Streifzug mit Theodor Fontane ein. Beide Künstler berühren mit ihrem liebevollen Blick auf das Land Brandenburg. Die passende Symbiose zwischen Malerei und Literatur herzustellen, mit dem Ziel, den Zuschauer zu begeistern, ist eine hohe Kunst, die mit dieser Ausstellung besonders eindrucksvoll verwirklicht wird. Am 8. November fand die Eröffnung der Ausstellung mit einem Kunstgespräch zwischen dem Kurator der Ausstellung Jürgen Schneider und Museumsdirektor Stefan Heinz im Spreewaldmuseum Lübbenau statt. Mit den Worten Fontanes, erst die Fremde lehrt uns, was wir in der Heimat besitzen, sind auch zukünftige Besucher auf eine Reise zwischen Heimatliebe und einem erquickenden Spiel aus Dichtung und Farben herzlich ins Spreewaldmuseum Lübbenau eingeladen. Ortsvorsteher und Feuerwehr weiten den multifunktionalen Gemeinschaftsraum mit Sanitäranlage am Feuerwehrgebäude in Hindenberg am 16. November ein. Der Lübbenauer Ortsteil Hindenberg kann feiern. Nach rund 7 Monaten Bauzeit ist das neue Gemeindehaus eingeweiht worden. Stadtspitze, bauausführende Firmen, Planer, Architekten, Statiker, Dachdecker und die Kameraden der Feuerwehr stießen auf das neue Schmuckstück an. Inzwischen ist ein etwa 112 Quadratmeter großer Massivbau mit Satteldach entstanden, der an die bestehende Feuerwehrgarage angebaut wurde. Beide Gebäudeteile wurden neu überdacht. Die Kameraden haben einen Umkleideraum mit direktem Zugang zur Garage für das Einsatzfahrzeug bekommen. Auch ein Sanitärbereich und eine Küchenzeile wurden eingebaut. Genutzt werden soll der multifunktionale Gemeinschaftsraum für Schulung der Feuerwehr, aber auch zu festlichen Aktivitäten der Dorfbewohner. Das ursprüngliche Gemeindehaus wurde im Jahr 2007 aus einem ehemaligen Telekom-Baucontainer errichtet, der bereits damals sehr abgenutzt war. Das bauliche Provisorium hatte bald ausgedient, zumal die technischen Anforderungen an die Unterbringung der Feuerwehr immer höher wurden.
Notwendig ist das, um in den dörflichen Gemeinschaften gute Bedingungen zu haben, dass die Menschen und Einwohner der jeweiligen Ortsteile sich treffen können und ihr gesellschaftliches Leben feiern und frönen können, aber auch, dass der Ortsbeirat seine vernünftige Arbeit machen kann. Und hier in Hinnenberg hatten wir vor 2007 überhaupt keine Möglichkeit, das gemeindliche Leben zu unterstützen. Dann konnte hier eine neue Feuerwehrgarage errichtet werden und ab 2007 haben wir uns vorübergehend damit geholfen, eine alte Telekommunikationsberatungsstelle, eine Containeranlage hier zu errichten, die eben bis Sommer dieses Jahres hier sicherlich guten Dienst getan hat. Aber die war natürlich moralisch verschlissen und energetisch nicht mehr weiter betreibbar. Und insoweit haben wir uns bemüht, ein neues Projekt zu erstellen über die ländliche Entwicklung. Das Land Brandenburg hat einen Fördertopf aufgelegt, der nennt sich Goldene Plan Feuerwehr. Und wir konnten für Hindenberg, aber auch für die Gemeinde Kleinradden eine positive Unterstützung auch über die Landesfeuerwehrliste bekommen. Und damit war die Finanzierung gesichert und dann ging es im April los, hier diese neuen Voraussetzungen zu schaffen. Nun gibt es neben der Feuerwehrgarage separate Umkleideräume für die Kameraden und Kameraden. Es gibt gemeinschaftliche Sanitär- und Duschanlagen, die sowohl die Feuerwehr als auch für die gemeindliche Arbeit zur Verfügung stehen. Und einen schönen Gemeinderaum, der auch für die Schulung der Feuerwehr zur Verfügung steht, aber auch für das gemeindliche Leben und Feiern oder Beraten. Also gute Voraussetzungen hier in Hinnenberg, die die Zukunft sicherlich hier sicher werden und den Menschen hier ihre Bleibebereitschaft erhöht, aber eben auch die Möglichkeit gibt, sich auszutauschen und für das gemeindliche Leben eine wichtige Basis stellt. Die derzeit 38 in der Freiwilligen Feuerwehr Hindenberg tätigen Kameraden zeigten sich zufrieden mit ihrem neuen Domizil. Wir erfüllen ja eine gesellschaftliche Funktion innerhalb des dörflichen Lebens. Da sind gute Unterbringungsmöglichkeiten sehr wichtig, sagte Ortsführer Marcel Nachtigall. Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf etwa 250.000 Euro. Und 180.000 Euro können dank des LIDA-Programms als Zuwendung eingeplant werden. Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge rief zur Spendenaktion auf. Landrat Stefan Loge, zugleich Kreisvorsitzender Dahme-Spreewald des Volksbundes, sammelte gemeinsam mit Lübbens Bürgermeister Lars Kohlan am 14. November auf dem Marktplatz in Lübben Spenden, um die humanitäre Arbeit des Volksbundes zu unterstützen. Mit dem Erlös der Sammlung kümmert sich der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. um die Ermittlung von Schicksalen, den Bau und die Pflege von Kriegsgräberstätten, Umbettungen im In- und Ausland sowie um die vielschichtige Versöhnung zwischen den Völkern Europas. In seiner Obhut befinden sich heute 832 Kriegsgräberstätten in 46 Staaten mit etwa 2,7 Millionen Kriegstoten. Fraktionsvorsitzender Ingo Senftleben ist derzeit unterwegs, um mit den Brandenburger Bürgern am Familientisch ins Gespräch zu kommen. So fand am 20. November das Heimatgespräch am Familientisch in Lübbenau statt. Also ich war total begeistert und ich bin immer noch begeistert, weil ich da die Kinderaugen gesehen habe und die Begeisterung auch bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, bei den Eltern, die mitgeholfen haben. Und ich finde, sowas anzubieten, über den normalen gesetzlichen Rahmen hinaus, Kindern am Nachmittag die Möglichkeit zu geben, zusammen zu spielen, Hausaufgaben zu machen oder einfach mit Älteren nur einfach zu reden, das finde ich ist toll. Es ist beispielgebend und ich habe heute auch die Idee mitgenommen, dass wir vielleicht an anderen Stellen auch in Brandenburg das anbieten sollten und dass damit auch Kindern es besser geht, als es manchmal heute an vielen Stellen auch mit der Fall ist. Und ich habe auch was anderes gemacht, habe nämlich die Kinder, die ich heute kennengelernt habe, und die Eltern und die Erzieher nach Potsdam eingeladen, in Landtag, damit sie auch mal bei uns in Potsdam sich das anschauen können, wie wir da auch arbeiten und was da also Schönes gemacht werden kann. Besonders das Thema Bildung liegt ihnen dabei am Herzen, sowie ein neuer Politikstil. Also es gibt unheimlich viele Themen, die die Leute natürlich berühren. Und deswegen sage ich, zuallererst brauchen wir eine vernünftige Bildung. Vom ersten Tag, wo der Mensch auf Erden ist, bis sozusagen zum letzten Weiterbildungstag oder auch zum letzten Berufstag eine vernünftige Bildungskette. Und ich möchte nicht, dass wir ständig Bildungsreformen machen, Veränderungen machen, nach jeder Wahl wird was korrigiert. Ich möchte, dass wir eine Bildungskommission gründen nach der Landtagswahl, wo die Regierung, wo alle Fraktionen, also alle Parteien, wo Eltern, wo Lehrer, Unternehmer,
Schuhe mit am Tisch sitzen, Kommunen mit am Tisch sitzen und wir überlegen uns gemeinsam, was ist die beste Bildung für Brandenburg. Das beschließen wir dann auch und dann wird das mal ein paar Jahre auch existieren oder auch Jahrzehnte und nicht ständig irgendwas korrigiert. Zweiter Punkt, viele Menschen sind momentan verunsichert, auch aufgrund der Sicherheitslage in diesem Land. Und deswegen sage ich, wir brauchen nicht neue Gesetze, sondern wir brauchen eine konsequente Anwendung der Gesetze, dafür brauchen wir Polizei, dafür brauchen wir Justiz und das möchten wir auch erreichen, zu sagen, in diesem Land muss der Polizist vor Ort seinen Dienst machen können und muss derjenige, der sich was zur Strafe oder sozusagen zu Schulden haben kommen lassen, auch vor Gericht entsprechend schnell verurteilt werden oder entsprechend auch dann mit der Strafe auch umgehen. Und wenn wir diese Punkte anpacken, also ein neuer Politikstil in diesem Land, zuhören, miteinander reden, Bildungspolitik langfristig gestalten und innere Sicherheit stärken, dann glaube ich, ist vielen Gutes getan und auch in Lübbenau kann es dann noch besser werden, als es eh schon ist. Vor dem Heimatgespräch am Familientisch wurde ein Termin mit dem Bürgermeister Herrn Helmut Wenzel, der Prokuristin der WIS Wohnungsbaugesellschaft MbH Frau Krüger und der Landtagsabgeordneten Roswitha Schier im Kindertreff Schweizer Eck wahrgenommen. Im Schweizer Eck können Mädchen und Jungen im Alter von 6 bis 12 Jahren an den Nachmittagen unter Anleitung spielen und lernen. Für Familien und insbesondere für Alleinerziehende ist der Kindertreff eine wichtige Unterstützung. Die Nachmittagsbetreuung hilft, dass Mütter und Väter Familie und Beruf besser unter einen Hut bringen können. Auch das hält Menschen in ihrer Heimat. Zugleich bringt der Kindertreff Menschen zusammen, denn viele Eltern engagieren sich hier ehrenamtlich, helfen bei Veranstaltungen oder verbringen freie Stunden gemeinsam mit ihren Kindern. Sie können dort ihre Hausaufgaben erledigen, Sport treiben, basteln, lesen oder auf den Dschungelspielplatz toben. Also ich bin wirklich begeistert gewesen, dass die Bürger heute uns, Roswitha Schier als Abgeordnete hier vor Ort, dem Bürgermeister Herrn Wenzel, so viele Fragen gestellt haben und es war alles mit dabei. Und ich finde, das Entscheidende ist, was wir heute Abend auch gehört haben, dass wir das Zusammenleben in der Gesellschaft einfach auch wieder vernünftig zusammenbekommen, dass man Themen klärt, dass man vernünftig mit der Bahn fahren kann, dass man vernünftig mit dem Handy telefonieren kann, dass die Feuerwehr unterstützt wird, ja, oder dass der Zug auch da hält, wo man zu Hause ist. Und ich habe mitgenommen, diese ganzen einzelnen Fragen auch in Brandenburg zu klären, aber auch was anderes heute Abend auch zuzusagen. Ich möchte nach der Landtagswahl im nächsten Jahr nicht Wähler ausschließen, nicht Menschen ausschließen, sondern ich möchte, dass die beste Idee in Brandenburg umgesetzt wird. Und es mir ist egal, wer die beste Idee im Landtag oder an anderen Stellen sagt. Ich möchte, dass die beste Idee in Brandenburg umgesetzt wird. Und das ist für mich ein neuer Politikstil, den ich auch umsetzen möchte. Und der ist heute Abend, glaube ich, auch von vielen Bürgern gut angekommen oder auch letztendlich gut angenommen worden. Und das ist meine Hauptaussage. Wir brauchen nicht nur einen Politikwechsel, sondern auch einen neuen Stil in der Politik zuhören, Meinungen austauschen, andere Meinungen auch akzeptieren und das Beste, was gesagt wurde, auch umsetzen. Im Anschluss fand in der Gaststätte zur Grünen Linde das Heimatgespräch am Familientisch statt. Neben Herrn Senflehn, Herrn Wenzel und Frau Schier nahm der Stadtverordnete Matthias Kretschmann daran teil. In der Skihalle Snowtropolis in Senftenberg fand am 18. November das 8. Weihnachtsmanntreffen statt. Der Höhepunkt war das kostenlose Rodeln auf dem Hang mit den Weihnachtsmännern. Mit Hilfe der Weihnachtsengel konnten die Kinder sich Adventsgestecke in der Bastelecke anfertigen und ihre Wunschzettel malen oder schreiben. Eine Märchenerzählerin erzählte weihnachtstypische Märchen. Außerhalb der Skihalle gab es wieder das bekannte Stockkuchenessen. Das Theater Neue Bühne Senftenberg übernahm die Ausstattung mit den entsprechenden Requisiten. Außerdem wurde wieder das beliebte Kinderschminken und das Fotografieren mit dem Weihnachtsmann angeboten. Die Bilder konnten gleich mitgenommen werden. Anhand der abgegebenen Wunschzettel konnte abgelesen werden, dass sich das Einzugsgebiet von Finsterwalde, Karlau, Hoyerswerda, Lübbenau bis nach Cottbus erstreckt. Das waren die Nachrichten aus Ihrer Region. Haben Sie Wünsche oder liegt Ihnen ein Thema besonders am Herzen? Schreiben Sie uns an info@spreewaldfernsehen.de. Es würde mich freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder Ihr SWF-Journal einschalten.